Ja Leute, was geht ab? Und wir werden heute ein bisschen über das Rennen in Saudi-Arabien reden. Und ja, es gab natürlich viele Gewinner, aber auch auf der anderen Seite ein paar Verlierer. Und wir werden natürlich auf alle Blickwinkel gucken und alles nochmal kurz analysieren. Komm! Kommen wir gleich zum Start. Und zwar, ja, der war ziemlich gut und eigentlich sehr clean von allen, muss man sagen. Bis hinten gab es eine kleine Kollision zwischen Ricardo und Joe. Aber ja, man kann sagen, das war okay. Er gab dafür eine 5-Sekunden-Strafe. Und weil die nicht richtig abgesessen wurde, eine Durchfahrtsstrafe. Das ist natürlich jetzt nicht schön für Joe, aber da hätte man ein bisschen besser bei Alfa Romeo gucken müssen. Auch vorne blieb eigentlich alles wie gehabt, außer dass Verstappen sich an Sainz vorbei quetschen konnte. Auch Perez einen sehr sauberen, tollen Start, nix eigentlich so gewesen. Und ja, dann ging auch rundenlang alles gut. Und dann kam so, ja, so 10. Runde, so ein kleiner Fight-Battle zwischen Ocon und zwischen Alonso. Und man muss sagen, das war jetzt nicht, also man zuerst hat man sich gut überholt, auch Alonso hat ihn überholt, dann ist er wieder zurückgeholt worden und das war auch sehr schön. Aber man muss sagen, dann kam ein Abdeckmanöver von Ocon, der da Alonso richtig auflaufen ließ und der fast die Mauer berührte. Und das war nicht okay. Das hat mich auch ein bisschen an Perez und Ocon erinnert, in Belgien damals. Das finde ich nicht in Ordnung. Das war auch nicht gut. Man hätte da als Team eigentlich viel früher durchgreifen. Man hat da gesagt, Hold Position und so weiter. Ja, aber durch das Battle haben sie sich eigentlich das komplette Rennen zerstört, weil auch die Reifen von beiden nicht so lange hielten. Aber trotzdem, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so optimal war, dass man sich da rundenlang gegenseitig überholt hat. Aber auch Ocon, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Natürlich wollte er sich da beweisen. Da ging es wahrscheinlich auch um die Oberhand, wer da jetzt die Nummer 1 wird. Aber Alonso hat sich da gut gewehrt und hat dann auch gleich einen Strich drunter gemacht. Und ja, dann kommen wir zum Unfall von Latifi. Und zwar, ja, es war eigentlich alles gut im Gange. Perez ist von der Spitzengruppe als erster in die Box gefahren. Und ja, was soll man sagen, genau eine Runde später ist dann Latifi in die Mauer gekracht, in der letzten Kurve in die Mauer gekracht und alle, also es gab dann Safety Car, VSC, dann sind alle in die Box gefahren und ja, Perez war dann auf einmal nur mehr Dritter. Ganz knapp ist er mit Carlos Sainz aus der Box rausgekommen. Sieht man das hier? Nein, leider nicht. Ganz knapp ist er mit Carlos Sainz nebeneinander aus der Box rausgekommen. Aber ja, anscheinend war Carlos Sainz an der Safety-Car-Linie ganz knapp im Hoch vorne. Perez hat dann auch diesen Platz zurückgeben müssen und ist dann auf den 4. Platz zurückgefallen. Obwohl er ja eigentlich vom Pole gestartet ist, hat man ihn da bei Red Bull komplett verhungern lassen, muss ich sagen. Also ja, man konnte bei Red Bull auch nicht wissen, dass eine Runde später Safety-Car kommt. Und das war wahrscheinlich auch ein planmäßiger Stop. So ist es leider halt mal. Manche haben Glück, manche haben Pech. Und der war auf jeden Fall Pech. Dann kam der Restart und ja, Leclerc und Verstappen lieferten sich von dort an einen richtigen Fight. Also anfangs konnte Leclerc nicht gut wegkommen, aber Verstappen ist immer wieder ins Sekundenfenster gekommen und na, man muss dann sagen, ja, wir kommen aber noch vorher zu einer anderen Sache. Hamilton, wie gesagt, der ist auch vom 16. Platz gestartet, auch einer der Pechvögel des Tages neben Perez. Und auch Tsunoda, der durfte nicht mal starten, das ist echt sehr, sehr schlecht gelaufen. Und in Runde Nummer 39 hat es wirklich drei Ausfälle gleichzeitig gegeben. Ricardo, der langsam fuhr, dann fuhr Alonso langsam und auch noch, wer war der Dritte? Und Bottas hat dann auch noch abgestellt, aber der ist Gott sei Dank an die Box gekommen. Ja, ganz blöd gelaufen, weil Hamilton, ja, ist, wie gesagt, bis zu dieser Runde 39, mit seinen weißen Reifen gefahren, hat genau auf solche Situationen gewartet. Und ja, dann stehen beide bei der Boxeneinfahrt und es gibt VSC, also halbe Zeit. Nur bei Mercedes hat man es verschlafen, diese beschissenen Funk zu sagen, dass er in die Box abbiegen soll, weil Hamilton war ein bisschen irritiert, weil da beide in der Boxeneinfahrt gestanden sind. Und genau nachdem er vorbeigefahren ist, war die Pit Entry closed. Also man durfte dann nicht mehr in die Box fahren und das Fenster war zu. Bei Mercedes
eigentlich sehr unüblich, dass man bei Mercedes solche Fehler macht. Gerade beim Boxenstopp waren sie nie die schnellsten, da wird sie eigentlich einer der schlechtesten und auch generell die komplette Performance von der Strategie und so weiter her. Man hat da wirklich schon besser gearbeitet. Und ja, dann kam es halt dazu, dass man auf einmal auf dem 12. Platz Hamilton nach der Box rauskam und dann ging es los mit hin und her, Hamilton, Verstappen hinten, dann ist Verstappen vorgezogen auf der Gegengeraden, also es hat sich eigentlich alles von Kurve 26 bis Kurve 1 abgespielt, also die zwei DS-Zonen, wenn der eine vorne war, hat dann der andere kontern können und so weiter, nur halt dann ausschlaggebender Punkt und was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, war dieses Gaunen auf den DRS-Messpunkt, auch wie es Verstappen schon letztes Jahr gemacht hat auf der Strecke. Er hat sich extra da hardcore in die Bremse reingeworfen. Keine Ahnung, warum er die Scheiße gemacht hat. Nur, dass man dann halt wieder diese scheiß DRS bekommt. Das ist zu mächtig auf der Strecke. Man müsste die Zone kürzer machen oder den Messpunkt weiter nach vorne setzen, weil das ist echt nicht schön, was solche Battles, solche DS-Schlacht-Battles. Es ist wirklich wie Katz und Maus, einer vorne, einer hinten. Es ist schön zum Ansehen, aber es bringt halt an und für sich gar nichts, weil man verliert. Sie haben auch nicht viel Zeit verloren durch dieses Hin und Her, weil Sainz konnte dann nicht mithalten, auch Perez ist mit Sainz, er hat dann nicht mithalten können. Und ja, so hat sich dann ergeben, dass ganz, ganz knapp vor Schluss, ich glaube zwei Runden vor Schluss, hat dann Verstappen zum finalen Überholmanöver gegen Leclerc gesetzt. Und ja, als dann Leclerc kontern wollte, hat es eine Crash zwischen Stroll und Albon gegeben. Albon hat dafür eine 3-Plätze-Strafe für Australien bekommen. Und also ist er dann auch der Schuldige. Die haben sich da in der ersten Kurve in Probleme bekommen irgendwie und sind dann beide ausgeschieden im ersten Sektor, hat dann doppelt gelb im ganzen ersten Sektor gegeben und was soll ich sagen, ja, das war eigentlich so die Rettung für Verstappen, weil der konnte dann nicht überholt werden, weil gerade in Kurve 1 rein, wo du dich schön dran saugen könntest und überholen darfst du halt nicht und musst auch ersichtlich vom Gas runtergehen, das hat auch jeder geschafft, gab keine Strafen dafür. Hier haben wir dann, gucken wir uns kurz noch an, wie sie dann ins Ziel gekommen sind. Wir haben hier nochmal die Top 14, die es in die Wertung geschafft haben, wobei es eigentlich Albon nicht geschafft hat und auch Stroll, die haben beide abgestellt, sind aber trotzdem noch in der Wertung drin. Verstappen, Leclerc, sehr, sehr stabiles Rennen, kann man nicht anders sagen, auch Sainz super gefahren, wie immer sehr unauffällig, aber naja, super gefahren, er hatte halt auch keine Chance, er ist dann nicht mitgekommen, auch Perez natürlich der Pechvogel des Tages, Russell, ein sehr stabiles Rennen, muss ich sagen, ist 5. Platz, ich glaube, er ist von 6 gestartet, oder? 5. Platz, ohne irgendwelche Probleme, eigentlich sehr unauffällig, er ist gefahren, er hat keine Probleme irgendwie gemacht, auch keine richtigen Battles oder so, war sicher ein sehr langweiliges Rennen für ihn, aber eine sehr stabile Leistung, Ocon sehr gut, auch wenn ich sagen muss, Benoten dann wir nachher, Gasly, wow, auch wieder vorne mit dabei, auch Norris in den Top 10, super für McLaren, Magnussen, Hamilton, ja, noch ein Punkt immerhin, Joe, 11. auch super, außer, ja, man hätte halt beim Team ein bisschen mehr leisten können, indem man diese 2-3 Zehntel, die wahrscheinlich zu wenig gestanden ist, länger stehen hätte lassen. Weil man hat dann trotzdem ewig gebraucht, weil er einen neuen Wagenheber ansetzen musste und ja, wenn man das ein bisschen abgewartet hätte, trotzdem, ja. Hülkenberg 12. Platz beim vermutlich letzten Einsatz aktuell, bis dann Vettel in 2 Wochen wieder kann. Stroll und, ja, Albon. Okay, kommen wir mal noch kurz zu den Reviews und ja, was soll ich sagen, Leclerc Verstappen, ein Mega-Fight und haben wir da schon den Fight um die Weltmeisterschaft gesehen oder ist das der Fight für die Weltmeisterschaft 2022? Ich bin sehr gespannt, das Duell der Nummer 2 ist, ja, Sainz versus Perez, was soll man sagen? Sainz muss sich sputen, sonst wird er als Nummer 2 abgeschrieben. Ich wünsche es ihm nicht, weil er ist eine gute Letzte Season gefahren, teilweise viel besser als Leclerc und auch viel konstanter. Aber ja, Leclerc lässt ihn aktuell ein bisschen kalt dastehen oder auch so ein bisschen im Schatten stehen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ende der Mercedes-Ära. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann, ob Mercedes jetzt schon, keine Ahnung. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die dieses Jahr vielleicht um den Konstrukteurstitel noch fahren können, wenn sich Verstappen und Leclerc noch schlimmer in die Wolle kriegen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendeiner von beiden um den Fahrerwelt. Man müsste da in der Sommerpause schon mit so einem mächtigen Paket zurückkommen. Ich glaube nicht mal, dass man so viele Tokens verbrauchen kann, um das Auto so
zu machen. Ja, sie waren eigentlich im Qualifying, sah Russell sehr stabil aus, auch in Bahrain, aber keine Ahnung, was mit Hamilton los war. Vielleicht hat man da trotzdem irgendeinen Fehler oder so gefunden. Beste Meldung war auch, gibt es überhaupt einen Punkt für den 10. Platz. Also, und auch dann die Pace von Magnussen war viel zu schnell auf der Geraden. Ja, Alpine. Ja, ist auch zu Recht die Frage, ob man bei Alpine vielleicht die so eine Show inszeniert hat, dass BWT nochmal so ein bisschen hervorgehoben wird. Man hat ja dann nachher permanent 3, 4, 5 Runden lang das Auto gesehen. Also ich bin da wirklich gespannt, ob man, ob die das wirklich nur wegen dem gemacht haben. Und Nico Hülkenberg, gut gefahren. Und gut. Gucken wir jetzt nochmal kurz den WM-Stand an. Der Fahrer, 45 Punkte ist Charles Leclerc vor Carlos Sainz. Warum das und warum nicht Verstappen? Ja, Verstappen hat ja keinen einzigen Punkt geholt im ersten Rennen. Und auch Perez, der ist jetzt sogar hinter Hamilton und Ocon auf 14. Also der ist auch vorne mit dabei. Russell, warum ist er? Ach doch, Russell mit 22 und Hamilton hier auf dem 5. Platz mit 16 Punkten nur. Das ist der schlechteste Saisonstart seit 2009 für Hamilton. Verstappen auf 3. Es ist trotzdem noch alles offen, aber ja, Leclerc schon mit einem sehr komfortablen 12 Punkte Vorsprung und 20 Punkte sogar von Verstappen weg. Also jetzt hat der WM-Fight gerade mal begonnen, würde ich sagen. Auch die Konstrukteurs-WM sieht noch interessant aus. Mercedes und Red Bull sind da einen Punkt auseinander. Ja, 40 Punkte ist Ferrari schon weg. Das ist ja schon ein Wahnsinn. Und es gibt nur zwei Teams mit Aston Martin und Williams, die keinen Punkt gestern geholt haben. Und es wäre echt knapp, weil wenn noch zwei Leute ausgeschieden wären, dann hätte Hülkenberg auch noch einen Punkt geholt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Meine Noten möchte ich euch auch noch schnell sagen. Und das ist Verstappen eine klare 1, 10 von 10, sehr tolles Rennen gefahren. Leclerc, sehr toll, auch 10 von 10, da kann ich nichts anderes sagen. Sainz, eine 8 von 10 würde ich sagen, weil er schon, die Pace war jetzt nicht da, aber trotzdem noch eine 1. Perez, auch eine 1, der Pechvogel des Tages. Er ist ein gutes Rennen gefahren, aber mit Fehlern und Strategie hat er nur eine 7,5 von 10, sagen wir mal. Russell, eine 1, ja. Er hat alles rausgeholt, was ihm an Mitteln zur Verfügung stand. Ocon, sehr toll, auch wenn er da ein paar Fehler gemacht hat. Die 3, ich sag's auch immer gern von 10, 6 von 10, weil ich muss echt sagen, eine 2, sagen wir 7 von 10. Das ist eine 2, das war schon okay von ihm. Norris, eine 1. Wunderbar, er hat wirklich alles rausgeholt aus dem McLaren. Die ging noch dieses Wochenende ein bisschen besser. Gasly 1, auch Magnus eine 1, so sehr tolles Rennen und eine 8 von 10. Hamilton eine 2, strategisch ein bisschen verkackt, aber auch seine Leistung war jetzt nicht so, dass man sagen kann, wow, das war mega. Eine 2, eine 7 von 10. Su, ja, auch eine 2 und er hat sogar nur eine 6 von 10, weil Also, er ist auch noch ein Rookie, muss man sagen. Hülkenberg, eine 1, sehr toll gefahren. Gut, Vettel setzt die letzten zwei Rennen. Er hat auch das Maximum rausgeholt und ist immerhin vor Stroll, der für mich eine 2 verdient hat, ins Ziel gekommen. Albon, auch eine 2. Eine 3. Er hat dann auch noch die Kollision verursacht. Eine 2. Er hat da auch nichts dafür können. Eine 2. Also man fightet und die erste Kurve ist auch sehr eng. Also eine 2. Wie würdet ihr benoten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Channel ganz kostenlos. Lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen in Abu Dhabi. Australien.